Anderson Lewis, das ist unser Verteidiger. Unser Silberverteidiger. Schön in die Mitte gespielt auf Marlinho. Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zur dritten Folge Neymars Casino. Er steht bei 12 Toren und wir haben in der letzten Folge das erste Gold-Upgrade bekommen hier, Rafinha. Ich denke mal, wir bauen hier so im Sturm eine andere Liga ein, auch keinen Brasilianer. Mal gucken, wen wir da bekommen werden. Dann haben wir hier noch einen Anderson Lewis, den hatten wir in der ersten Folge schon bekommen und mal schauen, ja, die Würfel, Leute. Tada! Die werden am Ende des Videos natürlich wieder eingesetzt, aber jetzt geht's erstmal rein in die erste Partie. Wir suchen den ersten Online-Gegner. So, erster Online-Gegner wurde gefunden, Leute, und ja, ihr habt's wahrscheinlich mitbekommen, ich hatte eben das Barca-Trikot nicht an, aber das geht ja so nicht, ne? Im Neymars Casino müssen wir natürlich das Barca-Trikot anhaben und das sieht aus wie ein Starter-Team. Wird es wahrscheinlich auch sein. Ich glaube, der linke Verteidiger da von West Ham, ist das Cresswell oder wie der Typ heißt? Ich glaube schon, die anderen kenne ich nicht. Bronzespieler. Die interessieren mich auch nicht. Fakt ist, dass Neymar heute hoffentlich insgesamt 3 Tore machen wird. Fragezeichen. Könnte gefährlich werden. So. Freistoß nach 10 Minuten. Das könnte was werden hier, Neymar. Komm. Hau ihn einfach rein. Hau ihn einfach rein. Ja, hau ihn einfach gegen die Mauer. So geht's natürlich auch. Und jetzt müssen wir aufpassen. Der Gegner schafft es nicht. Sehr geil. Zu kontern. Aber wir. Über, natürlich, über wen sonst? Über Neymar mit dem Berberspin in die Mitte, mit dem, nicht den Rabona-Effekt, da ist er. Neymar, nein, das waren zu viele Tricks, Mann. Er hatte kurzzeitig nicht mehr den richtigen Halt, aber er fängt sich und hält die Balance. Und die Chance. Und jetzt haben sie die Nase vorn. Das ist jetzt peinlich. Der Gegner macht das 1:0. Mit Dennis. Ja. Aber Leute, ich kann euch versprechen, diese Partie werden wir nicht verlieren. Das ist einfach so. Neymar, zack, boom, 1:1. Das ist die perfekte Antwort. Ich weiß auch nicht, wie der Gegner da durchgekommen ist und das 1:0 gemacht hat. Mann. Ja. Sein 13. Tor hier von Neymar. So kann es natürlich weitergehen. Rafinha. Komm, jetzt haben wir Blut geleckt. Quasi. Jetzt können wir einfach das 2:1 machen. Neymar geht vorbei, wird wieder gefoult. Und es gibt den Freistoß. Aus gute 18 Meter ungefähr. Komm, dieses Mal. Dieses Mal einen besseren Freistoß. Nein, der geht schon wieder gegen die Mauer, Leute. Also Freistöße, FIFA 17, bin ich noch nicht so der Fan von. Schönes Ding auf Neymar, den muss er machen und den macht er auch zum richtigen Zeitpunkt vor der Halbzeitpause. Puh, jawohl. Und was macht der Gegner? Er versucht gleich mal durchzurennen nach dem Anstoß, aber den Gegner, den schätze ich nicht so ein, dass er abbricht, weil ich glaube, das sind seine ersten FIFA-Spiele, die er hier macht. Voraussichtlich, ich weiß es nicht. Und deswegen bricht man da nicht ab, weil man die Münzen definitiv bekommen möchte. Ja, sage ich ja. Also können wir doch noch ein paar Törchen machen, um unsere Tordifferenz ja zu steigern. Sodass wir heute wieder ein geiles Upgrade bekommen. Amora auf Dudu. Und Dudu, unser Stürmer, schlägt zu und erhöht hier in der 47. Die Minute. Vorlage kam nicht von Neymar, sondern von Amora. Amora.
Jawohl, Markus Vinicius, 5 Minuten sind noch auf der Uhr. Und schon wieder Pfosten, das gibt's doch gar nicht. Ey, ein Türchen geht doch wohl noch hier. Dann liegen wir bei Tordifferenz 3. Natürlich gibt's jetzt hier den Freistoß. Mann, ey. Aluminium-Pech hier heute. Aber wir führen ja 3:1, also soll's mich nicht so weiter stören. Rafinha. Geht durch, Rafinha geht durch, nimmt Markus Vinicius mit. Er hat eben den Pfosten getroffen und das gibt's doch nicht. Da muss man doch, ey, Rafinha, Markus Vinicius, Jungs. Einer von euch, den hätte er, den muss man machen. Jetzt gibt's hier die Wutgrätsche vom Gegner und nur eine gelbe Karte. Also ich hätte hier locker 5-6-1 führen müssen eigentlich. Geht durch, spielt in die Mitte auf Rafinha und der trifft schon wieder einen Gegenspieler. Dudu. Jawohl, 4-1. Dudu. Jetzt kann ich sehen hier, Neymar, Dudu und Dudu. Ja, Neymar liegt bei Pulsenborn, Leute. Aber ihr habt sie eh die ganze Zeit unten links gesehen und wieso bricht man jetzt ab in der 90. Spielminute? Das heißt, ja, wenn der Gegner abbricht, bekommen wir nochmal einen Boost, Leute. Das habe ich nicht festgehalten letztes Mal, weil unsere Tordifferenz liegt jetzt bei 3. Ich würde sagen, da der Gegner abgebrochen hat, ist ja quasi immer nochmal ein, wenn der Gegner abbricht, heißt es ja 3-0 immer. Das heißt, wir bekommen nochmal 3 Tore extra. Dann liegen wir jetzt bei der Tordifferenz von 6. Ja, und ich würde sagen, wir gehen rein in die zweite Partie. Der zweite Gegner wurde gefunden. Spielt im Hamburg-Trikot. Nee, doch nicht. Im Xbox hier. Ist ein amerikanischer Verein und der hat folgende Mannschaft. Also er hat sich definitiv Gedanken gemacht und es ist definitiv, ich kann es jetzt schon sagen, kein schlechter FIFA-Spieler. Wer ist denn das da vorne im Sturm von Zenit St. Petersburg? Champions League-Karte. Kenne ich nicht. Muss man den kennen? Muss man den Herrn kennen? Und ich will eigentlich nur, dass Neymar ein Türchen noch macht. Und nicht komplett verlieren, dass unsere Tordifferenz im besten Fall so bleibt. Geile Annahme. So schnell kann es gehen, Leute. So schnell kann es gehen. Einfach eine geile Kombination hier. Zack, zack, zack. Und dann der Abschluss von Neymar. Hier der Ball in die Mitte. Gleich weiter auf Neymar. Und der macht das natürlich rein. Und das war sein 15. Treffer, Leute. In der dritten Folge macht er schon die 15 voll. Mal gucken, wohin das noch führt, Leute. 15 Tore in der dritten Folge. Weil es wird, denke ich mal, Minimum wieder so 15 Folgen geben. Minimum. Nach oben ist natürlich immer alles offen. Starke Balleroberung. Und jetzt du verliert die Kugel. Ich probiere natürlich auch jeden Tag eine Folge rauszuhauen, Neymars Casino. Aber wenn es mal zeitlich nicht schafft, weil Neymars Casino, Leute, da sitze ich in der Aufnahme. Oder bei der Aufnahme so Minimum 30, 40 Minuten. Im Schnitt auch nochmal. Garantiert eine Stunde. Also alles knapp bemessen. Bei der ersten Folge saß ich deutlich länger dran, Leute. Die erste Folge ging ja über 20 Minuten. Und da habe ich ja alles zusammengeschnitten. Das dauert schon seine Zeit, Leute. Also ich weiß nicht, ob ich es jeden Tag schaffe. Aber wenn nicht, dann kommt ja heute Online-Season oder irgendwas anderes, weil jeden Tag kommt ja um 12 Uhr ein FIFA-Video online und der erste Torabschluss vom Gegner. Also mittlerweile kann man sagen, wir führen hier. Ja, verdient? Fragezeichen, ja, und da ist das 1:1. Der Gegner hat immer mehr Druck gemacht und da ist das verdiente 1:1 durch Giuliano. Eieiei.
Stark Neymar. Neymar, Neymar, Neymar geht und Lim Chai Jung oder Min. Ja, schön. Marcus Vinicius. Jawollo, 1-2. Wir gehen wieder in Führung. Puh, nice. Durch den Fehler hier, die Ballrolle, die hätte nicht sein müssen. Hätte einfach geradeaus weitergepasst, dann wäre dieses Tor nicht zustande gekommen. Aber so ist es auch gut. Wir gehen wieder in Führung. Und jetzt am besten noch eins oben drauf. Meine 2-Tore-Führung ist natürlich ganz schön geil. Dann hätten wir eine Tordifferenz von plus 8 in dieser Folge. Und das wären wieder 16 Gesamtbewertungen, Leute. Rafinha. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Paul-André Helland. 15 Minuten sind noch auf der Uhr und der Gegner bekommt jetzt hier nochmal einen Eckball, der bestimmt gefährlich werden kann. Und das war's auch. Dauland Xhaka. Und der Schiedsrichter, nein, pfeift nicht den Freistoß. Ich hätte gedacht, der pfeift hier den Freistoß ab. Also das Foulspiel und nicht den Freistoß ab. So, zack, runter. Jetzt haben wir Platz. Anderson Luis, das ist unser Verteidiger. Unser Silberverteidiger. Schön in die Mitte gespielt auf Marlinho. Und er erhöht zum 1-3. Oh yeah. Nice. Leute, im Anschluss gibt es natürlich gleich das Pack. Und dann sind wir im Casino. Und dann würfeln wir eine Runde. Ball 3. Der Gegner verkürzt. 5 Minuten sind noch auf der Uhr. Wir hatten einen Eckball und wurden ausgekontert. Und dann macht er das auch stark natürlich. Gegen einen Bronze-Keeper muss der Herr Giuliano. Jetzt habe ich auch gesehen, das ist hier die Champions League-Karte. Giuliano. Und jetzt müssen wir uns bloß noch ein paar Minuten gedulden und nicht noch das 3-3 fangen. Die Mitspieler bieten sich an. Raus damit, raus damit, raus damit, Al-Yunusi. Stark, und jetzt nach vorne. Vielleicht können wir sogar nochmal ein Tor erzielen. Rafinha. Rafinha bleibt im Ballbesitz und holt den Freistoß raus. Na, was? Wieso? Danke. So geht's auch, und jetzt schnell nach vorne. Neymar. Neymar, Neymar, Neymar mit Tempo und der Verteidiger passt auf. Verteidiger passt auf. Und der Schiedsrichter pfeift ab. Das heißt, Tordifferenz liegt bei 7 und das heißt, 14 Gesamtbewertungen haben wir heute zur Verfügung. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Casino wieder, beziehungsweise erst öffne ich das Premium Pack. Geil, hat sich mal wieder richtig gelohnt. Zack, alles abstoßen. Und Leute, jetzt gibt es auf jeden Fall, wir gehen erstmal hier zur aktiven Mannschaft. Und ich habe gerade vergessen hier, Leute, ich habe meine Kamera noch nicht aufgebaut. So Leute, jetzt ist alles startklar, alles ist aufgebaut, die 2 Würfel liegen bereit und ab geht's. Eine 6 und eine 1. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amora. Amora, du kleiner Frechdachs. 64er Bewertung. Das heißt, wir bekommen wieder einen 80er. Einen 80er und wieder ein Gold-Upgrade, Leute. Ist das nicht nice? Und ich denke mal, ich werde da. Ich könnte auch Rafinha hier hinstellen. Und hier dann halt jetzt einen aus der Liga, aus der spanischen Liga einfach hineinstellen. Egal wer. Egal wer. So, Gold, ZM, nicht vereint, Dreamscore. So, schauen wir mal. 80er Bewertung, Faust der Was von Celta Vigo. Trigo Eros.
Rafinha Hernandez, Diaz Hernandez hat 4 Sterne Skills. Aber ich glaube, Daniel Was sieht von den Werten am besten aus. Wen können wir da nehmen? Oder Hernandez. Wir könnten auch Hernandez nehmen von Celta Vigo. Ist halt ein sehr offensiver Spieler. Junia Diaz ist etwas defensiver, ist aber nur 1,66 groß. Deswegen nehme ich hier Daniel Was oder Trigueros. Wie fährt der? Arbeitsraten Mittel-Mittel genauso. Ich nehme Daniel Was, Leute. Habe ich auch noch nie gespielt. Obwohl, ich könnte hinten Spanien besser verlinken. Gibt es irgendwo noch einen spanischen Innenverteidiger? Ich baue hinten einfach. Aber wenn ich da Piqué oder so oder Ramos, dann bräuchte ich da lieber einen Spanier im ZM. Dann nehme ich doch hier, dann nehme ich doch eher Trigueros von Villarreal. Der lässt sich dann besser verlinken mit Spaniern, mit Alba oder so. Also nehme ich doch eher hier Trigueros. Also den können wir uns ganz schnell kaufen. Für 300 oder 500 Münzen höchstens, denke ich mal. Da haben wir ihn ja schon, zack, 450. 500. Wie? Das gibt's ja gar nicht jetzt hier. 650 Münzen ist auch in Ordnung, zack. Boom, das war heute wieder unser Gold-Upgrade, Leute. Und wenn ihr jetzt denkt, hä, wenn ich nächstes Mal wieder eine 7 würfel und 15 Bewertungen oder 16 Bewertungen frei habe, dann kann ich doch keinen 96er in ZM stellen. Korrekt, aber ich kann dann zum Beispiel jeden beliebigen Spieler aussuchen, den ich möchte. Leute, also freut euch da drauf. Jetzt schon zwei Silber, ein Silberspieler im Team, zwei Goldspieler. Ich hoffe mal, nächstes Mal kriegen wir ein Gold-Upgrade, also ein Sturm. Gold-Upgrade, aber dafür müssten wir über 20 oder 23 Punkte erspielen, um eine 80er Bewertung im Sturm zu bekommen. Mal gucken, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr gebt ein Däumchen nach oben, wenn euch die Folge gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir sind jetzt in der Endcard in der Mitte. Könnt ihr mich abonnieren, rechts daneben findet ihr nochmal die letzten Folgen. Neymars Casino, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.